Arbeit ist das stärkste Glied an der Kette dieses Lebens. Jede leere Stunde flieht wie ein Traum und ist vergebens. Arbeit ist des Menschen Pflicht. Wer nicht sät, erntet nicht. Und heute ist es so, dass wir prinzipiell 100%, jeder von Ihnen, egal was er tut, er immer für andere was tut. Und wir nur deswegen leben können, weil viele für uns tätig sind. Das muss man sich mal so ganz knochentrocken, ne, muss man sich das mal klar machen. Ne? Und wenn ich jetzt zu Ihnen sagen würde, ziehen Sie alles aus, was nicht in Deutschland hergestellt wurde, dann hätten wir einen großen Aufmacher morgen in der Zeitung. Ne? Wir nennen das Globalisierung und fühlen uns dadurch bedroht. Die internationale Arbeitsteilung ist eine Realität. Und ich kann sozusagen an den Ergebnissen der internationalen Arbeitsteilung nur teilnehmen, wenn ich Mitmenschen finde, die sich mit mir zusammen da einbringen, arbeitend, produktiv, und andere Menschen finden, die für mich tätig sind, sodass ich konsumieren kann. Aber da braucht es immer ein Einkommen dafür. Also die Einkommensfrage ist die Schlüsselfrage in unserer Gesellschaft. Götz Werner ist bekannt als Unternehmer und Visionär. Der Gründer und langjährige Vorstand der Drogeriekette DM fordert seit einigen Jahren ein bedingungsloses Grundeinkommen. 1.000 Euro für jeden. Von der Geburt bis zum Tod, regelmäßig und ohne dafür arbeiten zu müssen. Das klingt gut und hätte viele Vorteile. Niemand müsste bettelarm sein, niemand müsste seine Kinder allein zu Hause lassen, um Geld zu verdienen. Niemand müsste einen Job machen, der ihn nicht interessiert. Aber woher soll das Geld dafür kommen? Deutschland zahlt 1 Billion Euro Sozialleistungen pro Jahr, laut Finanzminister Schäuble. Mit diesem Geld könnte der Staat monatlich die 1.000 Euro für jeden bestreiten. So zumindest lautet eines von mehreren Modellen zur Finanzierung. Ja, das ist einfach eine Erkenntnis, die ich gemacht habe in meiner beruflichen Praxis, dass ich gesehen habe, dass die Menschen das Einkommen brauchen, um arbeiten zu können. Und dass es nicht so ist, wie wir denken, dass man arbeitet und dafür ein Einkommen erhält, einen Lohn erhält oder eine Bezahlung erhält, sondern dass es umgekehrt ist, wenn man in dieser Gesellschaft leben will, dann braucht man ein Einkommen. Die komplexe und stark umstrittene Idee des bedingungslosen Grundeinkommens wurde in der Katholischen Akademie in Bayern zur Diskussion gestellt. Die enorme Zahl der Besucher zeigte, immer mehr Menschen interessieren sich für dieses Thema. So viele Leute hätte ich nicht gedacht, dass kommen. Und was ich auch nicht gedacht hätte, dass von Anfang an es eine sehr emotionale Beschäftigung mit diesem Thema gibt. Die Debatte löste eine Flut von Fragen und unterschiedlichste Reaktionen beim Publikum aus. Diese Menschenunwürdigkeit, diese Angst, auch was es ausmacht, ja, wenn wir damit einfach mal Schluss machen könnten und jedem seine Existenz sichern könnten, ohne Wenn und Aber. Was das an Kreativität und an Innovation und an Schüben auslösen würde, da machen wir uns, glaube ich, gar keine Vorstellung. Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens verblüfft und zieht an. Es ist eine Vision, die auf den ersten Blick eine bessere Gesellschaft verspricht. Allein schon, dass man mal etwas Neues denkt, darum geht es mir. Es ist die Vision eines neuen Menschenbildes letztlich. Ich finde, die Idee ist es wert, dass man sie mal ausprobiert. Und wir könnten alle wunderbar zusammenleben. Und es wäre doch ein schönes Leben. Natürlich sympathisiere ich auch mit der Idee, aber ich würde schon gerne wissen, wie es bezahlt wird. Ist das bedingungslose Grundeinkommen die Lösung für eine bessere Welt? Oder bleibt es eine Utopie? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Für mich ist Geld oder Einkommen der Lohn von Arbeit erstmal. Und ich meine sogar im Moment krankt unsere Zeit daran, dass sich der Wert des Geldes zu weit von der Arbeit entfernt.
In dem Moment, wo wir aus Arbeitsplätzen Einkommensplätze machen, dann tun die Menschen arbeiten wegen dem Einkommen. In dem Moment, wo wir aus Arbeitsplätzen Arbeitsplätze machen, dann bringen sich die Menschen ein. Ne? Hier bin ich Mensch, hier steige ich ein. Also von der Wirtschaft, die wir heute haben, können wir das mit Sicherheit nicht erwarten. Denn die lebt ja gerade von einem sehr großen Erpressungspotenzial. Die lebt gerade von Lohndumping, Steuerdumping, von Billiglohnsektoren in der ganzen Welt, von billigen Ressourcen und führt einen erbitterten Kampf in diesem Feld. Und deswegen finde ich es unlauter, wenn man wie Götz Werner so munter und fröhlich sich hinsetzt und sagt, wir haben dann dieses Grundeinkommen und dann haben wir, also dieses Bedingungslose, und dann haben wir keine Existenzangst mehr. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Was sind die Aufgaben, die sich uns stellen? Wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten? Schaffen wir Verhältnisse, dass jeder in unserer Gesellschaft bescheiden, aber menschenwürdig im Sinne die Würde des Menschen unantastbar leben kann? Und wenn Sie das jetzt feststellen können, auch hier in München, dass das nicht der Fall ist, dann haben wir ein großes Aufgabengebiet. Dann versäumen wir was und dann versündigen wir uns. Noch dazu vor einem Hintergrund, dass wir noch nie so reich waren wie heute. Die Gesellschaft war noch nie so reich wie heute. Es gibt überhaupt keinen Anlass, dass es Mitmenschen, Brüder und Schwestern in unserer Gesellschaft gibt, die über dieses bescheiden, aber menschenwürdig, sich in die Menschenwürde versetzendes Grundeinkommen darüber nicht verfügen können sollten. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass wir uns Armut leisten. Und wir lösen das auch nicht dadurch, dass wir uns wohltätig zeigen. Dadurch lösen wir das Problem nicht. Wir müssen die Menschen in ihren Rechtszustand versetzen, dass sie Entwicklungsmöglichkeiten haben. Es gibt übrigens einen schönen Spruch von Schiller dazu, der für mich sozusagen ja, der Nervus Rerum da ist. Schiller schrieb in den Augustenburger Briefen 1792, schrieb er, ein Mensch ist noch nicht viel, wenn er warm wohnt und satt zu essen hat. Doch er muss warm wohnen und satt zu essen haben, wenn sich die bessere Natur in ihm regen soll. Also wenn Sie wenn Sie begünstigen wollen, dass sich die bessere Natur in den Menschen regt, dann dürfen wir die Menschen nicht unter Druck setzen, nicht unter Existenzdruck. Dabei leben wir in einem Sozialstaat, in dem jedem eine Grundversorgung zugesichert wird. Doch wie menschenwürdig ist diese Versorgung? Beim Gebrauchtwarenmarkt Rentabel in Freising, einem Betrieb der Caritas, arbeiten 1-Euro-Jobber und Menschen mit psychischen Erkrankungen. Gespendete Möbel, Bücher und Kleidung werden hier in Empfang genommen, aufbereitet, repariert und zu Niedrigpreisen wieder verkauft. Dieter Rautenberg ist 62 Jahre alt und arbeitet seit einigen Wochen als 1-Euro-Jobber im Rentabel-Team. Der gelernte IT-Fachmann war viele Jahre bei Siemens beschäftigt. Nach der Kündigung hat er trotz verschiedener Tätigkeiten nirgendwo wieder richtig Fuß gefasst. Also das größte Problem, wieder in die Arbeit zu kommen, das ist eigentlich das Alter. Weil die Firmen sagen, mit dem Alter lässt die Leistung rapide nach. Also bei mir wäre es ja gar nicht körperlich, ist ja gar nicht gefragt in dem Fachgebiet. Aber die sagen ja auch, geistig lässt man nach. In der Geschwindigkeit, Flexibilität und so weiter. Und das kümmert heute keinen, dass man zig Jahre da auf dem Gebiet tätig war und da das Wissen hat. Dieter Rautenbergs Aufgabe bei Rentabel ist die Bücherstube. Er sortiert Bücher aus, ordnet und verkauft sie. Eigentlich hat er 2 Hobbys, denen er gern nachgehen würde. Doch das Arbeitsamt verlangt, dass er einen sogenannten 1-Euro-Job annimmt. Das ist eine Bedingung, sonst wird ihm das Geld gekürzt. Wie fühlte sich Dieter Rautenberg, als er das erste Mal Hartz IV beantragen musste? Mulmiges Gefühl, sag ich mal. Was kommt jetzt auf mich zu? Ich habe das ja auch noch nie gemacht. Ich war im Leben noch nie arbeitslos. Das heißt, eine kurze Phase hatte ich zwar schon mal drin, aber das war, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder sowas. Da habe ich noch nicht mal das Arbeitsamt gebraucht. Und daher kannte ich diesen Bürokratismus in dem Sinne noch gar nicht. Das war Neuland.
habe ich mich auch erstmal zurechtfinden müssen. Sie müssen sich regelmäßig beim Jobcenter melden, wenn Sie Ihre Gelder haben wollen. Sie müssen bestimmte regelmäßige Nachweise führen, dass Sie sich beworben haben. Ständig neue Anträge schreiben zu müssen, die ja auch nicht ganz einfach gestaltet sind in der Regel, wo man immer jedes Mal 20 Seiten mit irgendwelchen entsprechenden Kopien von Nachweisen und dergleichen anbringen muss. Silvia Eck gehört schon länger zum Rentabel-Team. Sie ist Mutter von 2 Kindern und hat 26 Jahre in einer Bank gearbeitet. Dann erlitt sie einen schweren Burnout mit anhaltenden Depressionen. Die Folge: 4 Jahre lang arbeitslos und keine Kraft, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Auch für sie war die Erfahrung mit Hartz IV nicht gerade aufbauend. Das war schrecklich. Also ich konnte das selber dann gar nicht. Und dann kommst du ja vor wie der letzte Mensch praktisch. Dann denkst du, wie konnte ich nur in so eine Situation kommen, obwohl ich wirklich nichts dafür, also wer kann schon was dafür, das ist ja alles relativ. Das ist dann schon sehr schwierig. Und was einfach auch für mich schwierig war, du hast ja dann doch ein Schamgefühl und einen Stolz. Und dann hat mich meine ältere Tochter dann begleitet dann danach. Und dann schämst du dich ja dann praktisch vor deiner Familie, deinen Angehörigen, deinem Umfeld, wenn du in so eine Situation dann kommst, obwohl das jedem passieren kann, denke ich mir. Und das war dann schon schrecklich. Oder wenn dann wieder neue Formulare dann beigebracht werden müssen, du weißt gar nicht, bist gar nicht fähig, dass du irgendeinen Kontoauszug dann aus dem Briefkuvert rausnimmst oder so. Das ist natürlich dann schon eine sehr extreme Situation gewesen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte Silvia Eck solche Demütigungen erspart. Durch die Hilfe der Caritas hat sie wieder den Einstieg ins Arbeitsleben geschafft. Heute leitet sie bei Rentabel die Second-Hand-Boutique und betreut 10 Mitarbeiterinnen mit ähnlichen Problemen. Sie verdient nicht viel, aber die Anstellung hat ihr geholfen, ihre Lebenskrise zu bewältigen. Ich habe auch unheimliches Glück gehabt. Also ich bin erst einmal gefordert worden. Und dass man praktisch wieder Anlaufstelle hat, dass man sich aus dem Haus raustrauen muss, dass man andere Klamotten als einen Jogginganzug angezogen hat und so weiter. Und das waren halt lauter so kleine Schritte. Das war so ein Geben und Nehmen, aber so ganz vorsichtig, dass keiner überfordert wird, aber dann schon ein Anreiz da war, einfach dann ins wirkliche Leben wieder zurückzukehren. Und so hat sich das sehr positiv entwickelt. Und deshalb verstehe ich das da auch, was meine Mitarbeiterinnen mitmachen, wie wichtig so eine soziale Einrichtung ist wieder, weil ich beide Seiten kenne. Und jetzt bin ich Teamleiterin hier und kenne die andere Seite natürlich auch. Und das ist ganz eine wichtige Sache. Ja. Wie würde ein bedingungsloses Grundeinkommen das Leben von Dieter Rautenberg, Silvia Eck und anderen in ähnlichen Situationen verändern? 1.000 Euro im Monat, ohne Anträge stellen zu müssen, ohne Bürokratie und Nachweispflichten, ohne Bedingungen. 1.000 Euro könnte ich gut leben. Ja, ich meine, in meinem Fall, ich habe ja eh kaum eine Chance am Arbeitsmarkt, sage ich mal so. Sonst würde ich mir noch was dazu verdienen. Da könnte ich noch besser leben. Das ist klar. Heute, ich kann mir von meinem Geld kann ich mir kein Auto leisten. Da freue ich den großen Mercedes, den 40-Sitzer. Aber dann könnte man sich solche Sachen leisten. Der Urlaub wäre besser planbar, keine Radtour durch die Gegend. Allerdings gibt es auch Bedenken dem bedingungslosen Grundeinkommen gegenüber. Wenn die Aufforderung des Jobcenters, sich melden zu müssen, sich dann in einen Betrieb wie Rentabel einbringen zu müssen, wegfiele, könnten manche vereinsamen. Wir haben hier nicht den Otto-Normalverbraucher, wie sich vielleicht die Gesellschaft den Menschen vorstellt. Wir haben ja Menschen, die sind aus Krankheiten, schwersten Krankheiten raus, aus Schicksalsschlägen raus, aus Langzeitarbeitslosigkeit mit wahnsinnig vielen negativen Erfahrungen, die sie auf dem Arbeitsmarkt gemacht haben, aus Mobbing-Situationen raus, körperlichen Einschränkungen. All diese Menschen, und wir haben immer diese Statistik im Kopf, einer von 10
der sagt, das ist nichts für mich hier. Alle anderen Neuen wollen hier bleiben, wollen diese Dienste tun und wollen sich auch gebraucht und als Teilhabe an der Gesellschaft fühlen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Gerade heute ist es wichtig, Teilhabe an der Gesellschaft zu haben. Und mit 349 Euro oder 69 Euro im Monat, wie der Regelsatz ist, kann ich an der Gesellschaft nicht teilhaben. Also ich kann schon, aber wie schaut das aus? Ja? Carola Neulinger muss um jeden Euro kämpfen. Die neuen Hartz-IV-Gesetze lassen weitere Kürzungen befürchten. Schon jetzt sind solche Betriebe knapp bei Kasse. Da fragen sich die Sozialpädagogen, wer würde dann noch Geld dafür geben, wenn doch jeder finanziell versorgt ist? Danke auch so. Arbeit ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal in dieser Zeit. Und ich denke, ich habe persönlich keine Angst, wenn die freie Entscheidung käme, zu sagen, ich will jetzt das und das arbeiten und ich will mich selbst da auf den Weg machen. Brauche vielleicht ein Stück Begleitung dazu, darum braucht es unsere Betriebe. Aber das kann man anders regeln. Muss es unter Zwang sein? Fragezeichen. Für Dieter Rautenberg wird sich so schnell nichts ändern. Der Druck bleibt, sein bescheidener Alltag geht so weiter bis zur Rente. Die Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens befürchten, dass Dieter Rautenberg und seine Kolleginnen und Kollegen auch Nachteile in Kauf nehmen müssten. Die Befürchtung ist ja sogar, also von uns, die wir das eher kritisch sehen, dass durchaus neoliberale Denker drauf kommen, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir zahlen jetzt da mal so ein mickriges Grundeinkommen. Es wird dann mit Sicherheit ein mickriges von 400 oder 500 Euro. Dann verhungert schon mal keiner. Und dann können wir nämlich sagen, so, jetzt verhungert keiner mehr. Jetzt brauchen wir auch keinen Mutterschutz mehr, weil die Mütter haben das Grundeinkommen. Wir brauchen keine Behindertenquote. Die haben ja auch alle das Grundeinkommen. Wir brauchen eigentlich überhaupt vieles nicht mehr, was wir heute noch an Bemühungen aufbringen, zum Beispiel auch um Menschen zu integrieren, die sonst vielleicht nicht so leicht integrierbar wären. All diese Bemühungen hätten wir dann nicht. Und ich will so eine Wirtschaft nicht. Ich möchte eine Wirtschaft, die sich insgesamt darum bemüht, bejahenswert zu sein, die sich insgesamt darum bemüht, für jeden einen Platz zu haben. Ich möchte eine humanisierte Wirtschaft mit einer erweiterten Mitbestimmung, die halt bejahenswert insgesamt ist. Und wenn wir das aufgeben, die Arbeit als einen gesellschaftlichen Ort, der eben nicht das Privatleben ist, sondern der Ort, wo wir gesellschaftliche Wesen sind, wo wir etwas Nützliches herstellen, wo wir uns fragen, verantworten wir das, was wir tun, können wir das verantworten? Und solche Fragen finde ich wieder wichtig, an die Wirtschaft als Ganzes zu stellen. Und die Befürchtung ist eher, dass der Neoliberalismus ein Grundeinkommen sehr gut brauchen könnte, um sich aller moralischen Fragen zu entledigen, aller sozialen Fragen zu entledigen und auch der Frage, was ist insgesamt bejahenswert? Weil das ist letztlich eine politische Frage, die politisch beantwortet werden muss. Die Frage ist also, wie schaffen wir Verhältnisse, dass die Menschen nicht unter Druck geraten? Ob sie dann daraus was machen, das ist eine zweite Frage. Aber wir müssen erstmal die Voraussetzungen schaffen. Und das bedingungslose Grundeinkommen macht eigentlich überhaupt nichts anderes, als dass es diese Grundvoraussetzung mal schafft, dass es eigentlich sagt, jawohl, wir erkennen deine Mitgeschwisterlichkeit an. Du gehörst zu uns. Du wirst von uns getragen, wie jeder von uns von der Gemeinschaft getragen wird. Wir brauchen sozusagen immer den Input als Vertrauens, als, muss man sagen, als Wertschätzungsbeweis, dass die anderen Menschen sagen, jawohl, wir geben dir ein Grundeinkommen, jetzt zeig mal, was du kannst. Und dann können wir uns auch gegenseitig helfen. Das ist ja das, was unsere Gesellschaft zur Prosperität bringt. Man könnte auch das jetzt etwas akademischer ausdrücken in der Fragestellung, ja, wie schaffen wir Verhältnisse unserer Gesellschaft, dass Initiative entfaltet wird? Ein Weg, der emanzipativ sein will, müsste auf jeden Fall immer das Gesamte im Blick haben. Und ich werfe dieser Szene, insbesondere Götz Werner, vor, dass er das nicht hat und dass er unlauter diese Stelle übergeht, die Stelle der realen Machtverhältnisse weltweit. Unser eigentliches Problem neben unserem etwas in seiner Struktur nicht optimalen Sozialproblem ist, dass wir globale Finanzmärkte haben, für die es keine globale Ordnung gibt. Das große Problem im Moment der großen Finanzströme ist unter anderem, ein großes Problem ist die fehlende Sichtbarkeit. Deswegen würde ich auch völlig recht geben, weltweit gesehen ist genügend Geld da, eigentlich viel mehr Geld, als wir letztlich für ein vernünftiges Leben für alle bräuchten.
Die Kunst wird nur sein, wie kriegen wir neben dem Nationalen auch das globale Thema in den Griff. Wie könnte das bedingungslose Grundeinkommen Wirklichkeit werden? Gibt es eine reale Chance, diese Utopie in die Praxis umzusetzen? Wenn man das dann für ganz Europa machen würde, was dann vielleicht auch Sinn macht, dann stellt sich dieselbe Frage natürlich für die ganze Welt. Also Sinn würde es machen, wenn es die ganze Welt auf einmal einführen würde. Danke. Also ich würde... Schauen Sie mal, es wäre viel vernünftiger, wenn wir unsere Entwicklungshilfe, wenn wir die mal fokussieren würden auf die Länder, wo wir Entwicklungshilfe machen wollen, und zwar auf den einzelnen Bürger. Dadurch, dass wir diese Verkoppelung von Arbeit und Einkommen haben, meinen wir, wir müssen Entwicklungshilfe so geben, dass dort Arbeitsplätze geschaffen werden. Ja, wer schafft denn die Arbeitsplätze? Das sind die Eliten. Was machen die Eliten? Die tun mit der Hälfte Arbeitsplätze schaffen, die andere Hälfte bringen sie in die Schweiz von der Entwicklungshilfe. Das können Sie ja nachvollziehen. Also das ist Empirie, was ich sage. Wenn die Menschen dort einzeln, und wenn das nur 10 Euro im Monat sind, wenn die Grundeinkommen bekommen, dann müssten die Eliten sich Gedanken machen, wie sie an deren Grundeinkommen kommen. Und das würde die Wirtschaft beleben. Das Dorf Otjivero, eine gute Autostunde von der namibischen Hauptstadt Windhoek entfernt. Auf den ersten Blick gleicht die Ortschaft allen anderen armen Siedlungen hier im Land. Und doch gibt es einen großen Unterschied. Alle 980 Dorfbewohner haben 2 Jahre lang monatlich Geld erhalten als bedingungsloses Grundeinkommen. Joseph Kaneb zeigt uns stolz seine Smart Card, eine Kontokarte. 2 Jahre lang, von 2007 bis 2009, erhielt er monatlich 100 namibische Dollar, umgerechnet 10 Euro. Danach bekam er nur noch 8 Euro, befristet bis Mitte 2011. Jeder Dorfbewohner muss mit seinem Fingerabdruck bestätigen, dass er das Geld erhalten hat. Joseph gehört zu jenen, die das geschenkte Geld sinnvoll nutzen. Er kauft Zement und produziert damit Ziegel. Das Geld für alle hier in Otjivero wird hauptsächlich von der evangelisch-lutherischen Kirche in Deutschland und Namibia zur Verfügung gestellt. Als Mittel zur Armutsbekämpfung, das die Menschen nicht ihrer Würde beraubt. Ich kann nicht sagen, dass das Leben gut ist, aber im Vergleich zu früher ist es viel besser. Damals mussten wir ums nackte Überleben kämpfen. Wir waren hungrig und sehr, sehr arm, berichtet Joseph Kaneb. Ab und zu gibt es sogar Fleisch zu essen. Der 61-Jährige und seine 8 Familienmitglieder haben jetzt genug zum Leben, dank des kleinen Geldbetrags, den ihm die Kirche zur Verfügung gestellt hat. Die Idee, den Menschen in Otjivero ein monatliches Grundeinkommen zu verschaffen, stammt von Zefania Kamita. Der 71-jährige Bischof, einst bekannt als Kämpfer gegen die Apartheid, setzt sich nun für die Grundrechte der Armen ein. Gib den Armen direkt und nicht über die Taschen der Reichen. Das machen wir, denn sonst würde das Geld nicht ankommen. Obwohl die Bedingungen von Land zu Land verschieden sind, bin ich überzeugt, dass das, was wir hier in Otjivero machen, ein gutes Lehrbeispiel für die ganze Welt sein könnte, meint Bischof Kamita. Alkoholismus war hier weit verbreitet. In der Umgebung gab es kaum Arbeitsplätze. Die Männer stahlen Vieh, um die Kinder zu ernähren. Manche Frauen sahen keinen anderen Ausweg als die Prostitution. Die namibische Regierung jedoch möchte das bedingungslose Grundeinkommen nicht fortführen, worüber die Initiatoren sehr enttäuscht sind. Herbert Jauch, Mitbegründer des Projektes, hatte mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Die Hauptargumente waren, es macht die Leute faul und wieso soll man Leuten Geld geben fürs Nichtstun und das ist zu teuer. Wir haben ja selbst die Kosten ausgerechnet, 5,7% des namibischen Budgets. Und der Vorteil wäre, 30% der Bevölkerung würden praktisch innerhalb weniger Wochen oder Monate aus der Armut gelüftet werden. Nach 2 Jahren sind die Ergebnisse positiv.
Die Kinder gehen zur Schule und das Schulgeld wird bezahlt. Die Ernährungs- und Gesundheitssituation hat sich erheblich verbessert. Die Bewohnerinnen starteten neue Aktivitäten und die Kriminalität ist zurückgegangen. In Namibia ist es hervorragend und vielleicht auch in Rumänien und auch für manche Brücken. Aber man muss von dem bedingungslos weg und muss sich ganz genau überlegen, unter welchen Bedingungen setze ich dieses Instrument ein. Das ist der Streit. Nicht das Grundeinkommen. Genauso ist diese Entkopplung der Streit. Was heißt denn Entkopplung? Natürlich brauche ich ein Grundeinkommen, aber ich brauche auch Arbeit. Die brauche ich doch trotzdem, und zwar damit ich besser leben kann. Ja, ich wollte den Herrn Dr. Grassmann fragen, ob er sich mal in München ein bisschen umgeschaut hat, wie es mit der Arbeitswelt aussieht momentan. Es gibt immer weniger Kassiererinnen und Kassierer, weil es mittlerweile Supermärkte gibt, in denen die überflüssig geworden sind. Als ich und meine Freundin uns eine Bahnkarte kaufen wollten, vor einem halben Jahr konnten wir sie noch am Schalter kaufen, wo wunderbare Damen und Herren mit blauen Uniformen saßen. Mittlerweile müssen wir nach 20 Uhr am Automaten hingehen, weil es diese Arbeitsplätze schlichtweg nicht mehr gibt. Die sind wegrationalisiert worden. Roboter, Maschinen und Computer übernehmen immer häufiger die Tätigkeiten der Menschen. Werden wir in Zukunft noch genügend Arbeit für jeden haben? Wird es ausreichend Beschäftigung geben? Wo führt diese Entwicklung den Menschen hin? Kommen wir auf ein Abstellgleis? Grundeinkommen als Stilllegungsprämie? Das eigentliche Problem liegt aus meiner Sicht woanders. Das ist, dass das Beschäftigungsangebot in unserem jetzigen Staat zu schwach ist. Ein ganz besonders bedenklicher Punkt ist die enorme Jugendarbeitslosigkeit, die natürlich auch zu einer Zukunftsangst der Jugend führt. Ich denke, wir können uns darauf verlassen, dass die Menschen die Arbeit finden, die sie suchen. Da ist mein Vertrauen groß. Jemand, der arbeitet, der arbeiten will, der findet die Arbeit, wenn er nicht auf das Einkommen angewiesen ist. Ne? Sonst hätten wir ja gar nicht diesen enormen Umfang von ehrenamtlicher Tätigkeit. Wenn ich denke, Europa hat eine durchschnittliche Jugendarbeitslosigkeit von 20%, ich möchte diese Jugendlichen nicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen abspeisen. Auch wenn das im Einzelfall eigentlich ganz nett ist, wenn man das hätte. Aber es ist doch so, dass jeder Mensch gerne beiträgt und auch gerne als Pflichtbeitrag etwas beitragen möchte und dass es ein Gemeinwesen nun mal auszeichnet, dass es ein Geben und Nehmen gibt von Pflichten und Rechten und dass die Wirtschaft insgesamt aus einem Reich der Notwendigkeit besteht, wo es halt Arbeiten gibt, die nicht so angenehm sind und Routine und Pflichten und schwere Arbeiten und leichte Arbeiten. Und dass es doch wünschenswert wäre, sich alles in allem wieder zu überlegen, wie gehen wir mit unserer Produktivität um, wie gehen wir mit unseren Talenten um und wie bringen wir das alles ein für ein insgesamt bejahenswertes, zukunftsfähiges und begeisterndes Projekt der Arbeit. Dabei dürfen wir nicht vergessen, es gibt Arbeit, die niemanden wirklich begeistert. Ja, was passiert mit den sogenannten unattraktiven Tätigkeiten? Ja, also nehmen wir mal an, wir hätten ein Grundeinkommen und würden ihnen dann nicht, egal ob bei DM oder in irgendeiner anderen Firma, diejenigen Leute, die die sogenannten eher unattraktiven Tätigkeiten machen, weglaufen? Also was machen wir dann, wenn sie wirklich weglaufen würden? Ich sehe den Zusammenhang nicht, weil ganz klar, wenn alle ein Grundeinkommen haben, bleibt ja trotzdem, dass die Kassiererin dann nicht bei Ihnen umsonst arbeitet. Sie kriegt dafür ein zusätzliches Einkommen. Ja. Also wenn sie es entsprechend auch bezahlen können, wird sie auch kommen. Deswegen sehe ich den Zusammenhang da nicht. Grundeinkommen ist auch nicht so, dass dann für die Arbeit nichts bezahlt wird. Ja, sie werden ja dann nicht arbeiten, wenn nichts bezahlt wird. Ne? Also mir sagen die Leute immer, Herr Werner, wie können Sie fürs Grundeinkommen sein? Da laufen Ihnen die ganzen Kassiererinnen weg. Sage ich, Gott sei Dank. Dass die dann weglaufen, die in Wirklichkeit gar nicht kassieren wollen. Ja, weil
Kassieren ist eine anstrengende Arbeit. Und das macht man nur gut, wenn man es will. Und nicht, wenn man es muss. Ne? Das wäre eine tolle Sache für uns. Also Grundeinkommen würde ich sehr begrüßen. Also ich meine, dass die Frage der einfachen Tätigkeiten, die hat schon eine andere Komponente, nämlich die des Mindestlohns. Also dass ein Mindestlohn in einem Sozialstaat notwendig ist, ist aus meiner Sicht auch ganz klar. Die Frage ist nur eigentlich, wer legt es fest? Lege ich den Branchen verschieden fest? Oder mache ich so wie in den USA, wo der Gesetzgeber einen durchgängigen Mindestlohn festsetzt und damit den Hickhack zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern draußen lässt? Wenn jetzt also manche ihrer Kassiererinnen gehen, weil sie sich sagen, okay, ich habe ja genug Geld durch Grundgeld. Was ist dann die Alternative? Werden dann böse kapitalistische Arbeitgeber, die es vielleicht auch gibt, sagen, okay, die Kassiererin hat ja im Prinzip schon einigermaßen genug. Das reicht, wenn ich ihr noch 500 Euro gebe und damit nimmt die Ausbeutung zu. Oder brauchen, und gerade dann bräuchten wir Mindestlöhne. Und oder wird die Entwicklung gerade andersrum sein, dass nämlich genau die Jobs, die am wenigsten attraktiv sind in unserer Gesellschaft, dass die dann am meisten bezahlt werden müssen? Nicht am meisten, aber höher. Höher, ja, genau. Höher bezahlt. Gut. Vielleicht erklären Sie okay. das nochmal. Das ist die Antwort. Genau. Also wir tun es doch mal ganz real für sich nehmen. Stellen Sie mal vor, Sie kriegen ein Grundeinkommen und jetzt sagen Sie Ihrem Chef, hören Sie mal zu, ich habe jetzt das Grundeinkommen und das, was Sie mir bezahlen, das ist... ist nicht so attraktiv. Genau. Ja, wenn er sie behalten will, muss er was zulegen. Ne? Wenn man die Arbeit wirklich breit verteilen will, wäre doch die Möglichkeit, dass viele sagen, wenn wir das Grundeinkommen haben, dann können wir uns leisten, weniger zu arbeiten. Dann arbeiten wir 20 statt 40 Stunden, machen den Rest Ehrenamt oder sonst was oder malen oder gehen spazieren. Und dann könnte man die Arbeit breiter verteilen. Es würde tatsächlich so etwas wie eine Vollbeschäftigung stattfinden können, aber eben auf einem anderen Wochen- oder Jahres- oder Lebensarbeitszeitstundenniveau. Ein Punkt, der mir da schon Sorge macht, ist, ob eigentlich die schlicht und einfach die Schwarzarbeit steigt. Ich habe dazu natürlich Erlebnisse. Wenn ich zum Beispiel an Jenas die Sanierung denke, da wurde also die sogenannte Haustechnik, sprich Installateure, Elektrotechniker und so weiter, die sich um die Installationen kümmerten, diese 120 Mann wurden abgebaut auf 20. Und es sollte durch eine externe Firma gemacht werden. Und den 100 Leuten haben wir angeboten, überzutreten in die andere Firma. Und die andere Firma hat gesagt, aber von den 100 muss wenigstens die Hälfte kommen, sonst machen wir es nicht. Dann haben sich 22 gemeldet. Und 80 haben gesagt, ah ja, ich bin doch Installateur, ich gehe doch da nicht irgendwo zur Arbeit. Ich gehe doch schlicht und einfach das Häusle bauen in der anderen Form. Also wir können natürlich immer hoffen, dass alle Menschen sich da diszipliniert verhalten. Aber die Realität ist leider, dass es halt sehr viel auch letztlich Missbrauch gibt. Und darauf muss man sich auch immer einstellen. Ich weiß nicht, warum Herr Werner bei dem Thema Finanzierung immer so ein bisschen den Bogen macht und nie so richtig rausrückt, wie er glaubt, dass man das Ganze finanzieren kann. Über die steuerlichen Aspekte, ich würde es wünschen, dass Sie dazu noch ein paar Sätze sagen. Die Finanzierung ist null Problem. Wenn die Güter da sind, sind sie finanziert. Und generell ist es so, und das werden Sie jetzt mal selbst bei sich nachprüfen, leben tun wir nicht von Geld. Oder gibt es jemand hier, der sich von Geld ernährt? Leben tun wir von Güter und Dienstleistung. Also genügend Güter und Dienstleistung haben wir. Es ist überhaupt kein Anlass, dass irgendeiner in unserer Gesellschaft Armut haben muss. Es ist nur die Frage, wie wir zu einem gesellschaftlichen Methode kommen, zum Konsens kommen, dass jeder zu dem kommt, damit er seine Existenz gesichert ist. Nicht sein Lebensstandard, dass seine Existenz gesichert ist. Und deswegen ist auch das Geld da. Ne? Weil das Geld hat doch keinen Wert. Die Frage ist, ob die Güter da sind. Und wenn Sie das mal begriffen haben, dann fragen Sie nicht mehr nach der Finanzierung. Dann fragen Sie nur noch, ob wir das wollen. Wenn man aus der jetzigen Profitwirtschaft, so wie sie jetzt ist, ein Grundeinkommen generieren würde, und die Zahlen gehen ja von der jetzigen Wirtschaft aus, dann hätten wir darin halt all auch diese Wertschöpfungsaspekte, an denen sehr viel Dreck oder Blut klebt, an denen die Ausbeutung von Billiglohnsektoren klebt, an denen eine Ressourcenverschwendung klebt, die wir nicht verantworten können.
und an denen ein unglaubliches Transportwesen mit Massentierhaltung und die Transporte der Jeans, die 2000 Kilometer reist und wo ganze Industrien nur einen Knopf annähen und woanders werden die Reißverschlüsse eingenäht. Dieser ganze Irrsinn hängt ja in dieser Profitabilität drin. Und aus diesem ganzen Irrsinn möchte ich nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen herausbekommen. Würde also das Konzept eines Grundeinkommens für alle nach wie vor auf der Ausbeutung anderer basieren und wäre damit gerade keine nachhaltige ökosoziale Lösung? Aber Götz Werner will mit seinem Vorschlag hier ansetzen. Ihm geht es um ein neues Verhältnis des Menschen zum Geld und zu den Waren und damit um ein neues Menschenbild. Die Idee des Grundeinkommens setzt eine gewisse soziale Intelligenz dieser Gesellschaft voraus. Nämlich jeder muss verstanden haben, dass das der Weg ist, der beschritten werden muss. Nun sind wir ein Volk von Menschen, die der Ehrliche ist der Dumme zum Bestseller der letzten 10 Jahre gekauft haben. Meine Frage ist, sind wir überhaupt reif? Sind wir intelligent genug als Gesellschaft, diese Idee nicht nur für uns persönlich zu vereinnahmen und uns sofort auszurennen, was für uns da mehr bleibt? Oder erkennen wir tatsächlich, und wie bringen wir das in die Gesellschaft, diesen Mehrwert, dass das Ganze nur funktioniert, wenn alle zusammenarbeiten? Und Einkommensgruppen, die es eigentlich verstanden haben müssen, die es gelernt haben, die studiert haben und die es am meisten missbrauchen. Also wo setzen wir an? Das war meine Frage, danke. Gut, also die müssen dann natürlich auch das Grundeinkommen der bösen Nachbarin gönnen. Ne? Das geht dazu. Ne? Sie merken, das ist eine kulturelle Frage, das ist eine Menschenbildfrage. Ne? Der bösen Nachbarin das auch zu gönnen. Ich halte es für ein großes Problem. Ich halte es für ein großes Problem. Und Sie müssen auch zubilligen, dass andere damit anders umgehen wie Sie. Also Sie müssen sozusagen mit der Einkommensregulierung sich der Machtausübung entäußern. Ganz großes Problem für uns. Ganz großes Problem für uns. Weil stellen Sie sich mal vor, jeder Mensch hat plötzlich durch dieses Grundeinkommen so einen Freiheitsraum. Der tut sich ja automatisch dadurch stiften. Und dieser Freiheitsraum, der versetzt ihn in die Lage, ja, wie hatte Jean-Jacques Rousseau mal so schön gesagt damals, der sagte, Freiheit ist nicht tun und lassen zu können, was man will, sondern Freiheit ist die Möglichkeit, nicht tun zu müssen, was man soll. Ne? Stell dir mal vor, in den ganzen Partnerschaftsbeziehungen, ne? Jeder hat sein Grundeinkommen. Kann man nur sagen, neues Spiel, neues Glück. Ne? Aber merken Sie, das hat was mit Gleichheit zu tun. Freiheit hat damit was zu tun, dass ich plötzlich in der Lage bin, Nein zu sagen. Also im verkürzten Sinne von Jean-Jacques Rousseau. In die Fähigkeit, Nein zu sagen. Ich will es aber anders machen. Und Gleichheit hat was zu tun, dass der andere mich nicht bedrängen kann, mich nicht kujonieren kann, mich nicht abhängig machen kann. Ich kann immer meinen eigenen Weg gehen. Und das ist eine ganz neue Idee. Das ist nicht mehr die Idee des Bismarckschen Familienstaates, sondern das ist die Idee eines freiheitlichen Staates von Individuen, die eigenverantwortlich und selbstbestimmt ihr Leben gestalten. Es ist ja nicht unbedingt eine deutsche Idee. Es ist eine Idee, die in der UNO schon seit den 70er Jahren nachgeforscht wird. Und ich wollte fragen, nicht nur Namibia, sondern ein reiches Land wie Alaska hat das schon eingeführt. Und wie ist das mit Brasilien, die das in die Verfassung aufgenommen hat? Wie weit sind die mit ihren Erfahrungen? Es ist also so, ökonomisch hat man in Brasilien nicht so viel bemerkt, aber sozial waren die Auswirkungen sehr positiv. In Namibia waren sie auch sehr positiv. Allerdings muss man sehen, ich stimme da dem Herrn Grassmann zu, meiner Meinung nach ist das nur ein Modell, das man wirklich in Entwicklungsländern nehmen kann, wo das Grundniveau noch nicht abgesichert ist, um existieren zu können. Die Idee des Grundeinkommens gibt es schon lange und genauso lange die Angst, es könnte die Gesellschaft auf den Kopf stellen. Der englische Staatsmann Thomas Morus forderte bereits im 16. Jahrhundert, den Menschen eine Art Lebensunterhalt zu zahlen, um Diebstahl vorzubeugen. Im 20. Jahrhundert entwickelten sich in Kanada und den USA zahlreiche Pläne für die finanzielle Grundversorgung der Bürger.
1970 stand Präsident Nixon sogar kurz vor der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Doch die Umsetzung scheiterte am fehlenden Konsens der gesellschaftlichen Gruppen und Parteien. Wenn ich ein Grundeinkommen einführen möchte, sind Sie dann der Meinung, dass ich zuvor das erstmal einen breiten gesellschaftlichen Konsens brauche, um das einzuführen? Oder kann ich das dann auch mit 51% gegen 49 einführen? Ich glaube, dass das nicht geht. Also ich glaube, dass man erst die Debatte so weit treiben muss, dass Sie alle dann am Ende sagen, wir wollen das gemeinsam. Wenn das nicht der Fall ist, haben wir wahrscheinlich ein Problem. Das müsste sich schon mit einem ähnlichen Vorgang wie Stuttgart 21 erst mal einer öffentlichen Diskussion stellen. Und dann muss man erst mal schauen, ob es mehrheitsfähig ist oder nicht. Geld ist genug da, Güter sind genug da und es geht nur darum, sind wir wirklich bereit, wird es diesen Ausgleich zu schaffen? Alles eine Frage der Fantasie, aber wir müssen es erst mal denken können. Sie merken ja in unserer Diskussion, das muss jetzt erst durch unsere Köpfe gehen. Wir haben hier jetzt recht unterschiedliche Meinungen. Wenn ich die mal allgemein zusammenfasse, haben wir auf der einen Seite, wenn ich meine Idee einführe, ist die Welt perfekt, mal ganz schwarz-weiß gedacht. Und auf der anderen Seite, erst wenn die Welt perfekt ist, kann ich meine Idee einführen. Es bleibt die Frage, was bewegt den Menschen dazu, sich für das Gemeinwohl einzubringen und an der Gesellschaft teilzunehmen? Geld allein ist für viele nicht die einzige Motivation. Anerkennung, Gemeinschaft und die Entfaltung von Talenten und Begabungen stiften Sinn und Sehnsucht, die Welt mitzugestalten. Stellen Sie sich mal die Gesellschaft vor, ich kann Sie Ihnen ja nur so Blickpunkte geben. Also, ehrenamtlich Tätige. Stellen Sie sich mal vor, unsere Gesellschaft, es gäbe keine ehrenamtlich Tätige. Stellen Sie sich mal bitte ganz real vor. Wie wäre unsere Gesellschaft ohne ehrenamtlich Tätige? Keine Familienarbeit, keine Mutterarbeit, keine Kunst, keine Kultur. Es gäbe auch keine Sportvereine. Es gäbe auch keine politischen Parteien. Ne? Das wäre vielleicht kein so großer Schaden. Ne? Aber und jetzt kann man sich fragen, ja, warum? Warum können denn ehrenamtlich tätige Menschen ehrenamtlich tätig sein? Darauf will ich raus. Nur aus zwei Gründen. Erstens, weil sie in der Arbeit einen Sinn sehen. Und zweitens, weil sie es leisten können, weil sie ein Einkommen haben. Und da müssen Sie mal jetzt reinträumen und versuchen, wie wäre denn dann die Gesellschaft? Und ich glaube, wenn wir das mal wollen würden, dass jedem Menschen dieses existenzielle Maß an Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit zugebilligt wird, dass wir dann auch die Wege finden würden, wie man das finanziert, wie man das auszahlt, wie man dieses und jenes macht, alles wichtige Probleme, aber die sind alle lösbar. Alle lösbar. So ganz nach dem Motto, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Ich hoffe, Sie wollen. Vielen Dank.